schon das Intro. Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zu einem neuen Aufgetischt und diesmal mit einer XXL-Ausgabe. Aber ja, das kennt man ja eigentlich von mir und es gab wieder einiges, was auf den Tisch gekommen ist. Unter anderem auch Spiele, die ich nicht besitze, gerade nicht besitze oder ja, und so weiter und so fort. Aber ja, wir starten direkt mal mit unserem ersten Titel und das wäre Dice Hospital. Ja, wir haben immer noch Dice Hospital von Benny ausgeliehen, weil die neue Version mitsamt den ganzen Expansions ist noch nicht da. Soll, glaube ich, im September kommen. Macht nichts. Das Spiel ist immer noch ziemlich cool. Ja, eigentlich ist es Gwens Lieblingsspiel, aber ich finde es tatsächlich auch jedes Mal wieder cool aufs Neue. Die Idee mit den ganzen kleinen Würfeln, die halt sozusagen die Patienten darstellen, das ist eine sehr, sehr coole Idee und macht auch ganz schön was her, wenn man am Schluss versucht, die beste Kombination rauszufinden, um viele Würfel wieder gesund zu entlassen. Ja, wie gesagt, es macht sehr viel Spaß, es ist aber auch sehr kopflastig am Schluss, denn ja, wie gesagt, man versucht halt verschiedene Kombinationen hier zu finden. Sehr, sehr cool. Dice Hospital macht immer wieder aufs Neue Spaß und bei Gwen ist es immer noch top. Ja. Nächster Titel. Age of Civilization oder Civilization, je nachdem, von Jeffrey CCH, nenne ich ihn jetzt mal. Das ist ein kleines, tatsächlich ein kleines Civ-Spiel, ja. Ich habe es ja von We Love Board Game bekommen und ist die englische Variante. Tom hat es und wir haben es bei Tom gespielt. Ja, das war praktisch, weil er hat gesagt, er hat es auch, hat es gekickstartet damals, die deutsche Version. Und da hat er gemeint, wollen wir eine Runde spielen? Das geht eh nicht lang, ne? 30 Minuten, ab 10 Jahre 1 bis 4 Spieler. Und ja, ich habe gesagt, klar, natürlich, da muss ich nicht die Regeln lesen. Es ist wirklich sehr kompakt. Es gibt auch ein Szenario-Guide. Dann gibt es hier das und schaut mal hier einfach so ein Schächtelchen, wo alles drin ist. Und hier unten die Bibel, alles wunderbar aufgeräumt, sag ich mal. Und das Spiel hat es in sich, ja. Ich finde es echt, echt cool. Die Idee, dass man quasi auf das hat ja jeder Spieler, hier weiß ich. Aber dass man quasi mit diesem Board hier, man legt die Karten unten aus und man fährt dann quasi immer in jeder Runde von Kartenset zu Kartenset und hat dann quasi immer die drei neuen Karten plus die drei Möglichkeiten, die man sich dann auswählen kann. Ein sehr interessanter Mechanismus, muss ich sagen. Und ich fand die Idee auch ganz cool. Und am Schluss dann, wie sich halt alles zusammengefügt hat, sehr schön. Ja, ein sehr tolles, knappes Civ-Spiel, was ich jederzeit wieder spielen möchte und auch mal mit 4 Leuten probieren. Ja, Solo hat es auch. Wäre vielleicht auch mal interessant, eine Solo-Kampagne hier zu machen. Ja, Age of Civilization. Nächstes Spiel. Wasserkraft oder Barrage. Das klingt irgendwie, keine Ahnung, ich finde Barrage irgendwie cooler als Titel. Naja, wir haben zumindest Wasserkraft bei Tom gespielt. Und ja, das war mein erstes Mal. Und ich muss sagen, ja, gut, Tom hat mich ein bisschen abgezogen, aber ich habe auch an ein paar Stellen ein bisschen blöd gebaut. Aber Barrage ist halt auch, ihr seht schon, ich wechsle hier immer. Wasserkraft ist definitiv ein Spiel, das man öfter spielen muss, um mal so ein bisschen zu verstehen, was die ganzen Mechanismen machen, was man tut. Was heißt Mechanismen? Man hatte dieses clevere Radsystem, dass man etwas baut, aber die Ressourcen dann oder die, ja, wie soll man sagen, die Bagger oder die Arbeiter sind eine Weile beschäftigt, bis das Rad einmal rum ist und die Sachen wieder verfügbar werden. Und zu zweit, glaube ich, ist es noch ganz nett, weil ich habe mehr auf der linken Seite gebaut, Tom auf der rechten Seite. Und wenn man aber, glaube ich, mit 3 oder 4 Spielern spielt oder böse ist, dann kann man sich, glaube ich, ganz schön dazwischen funken, denn das Wasser wird ja von dem Damm aufgehalten. Und wenn halt irgendein Spieler dann einen Damm drüber baut, ja, dann kriegt er zuerst mal das Wasser, bevor das zu dem anderen kommt. Und dann kann er das erst umwandeln und so, aber ja, es hat sehr viele, auch auf diesen Seitentafeln, man muss sehr viel beachten, es gibt viele Möglichkeiten, aber so insgesamt fand ich das doch sehr cool und ja, hat mich so, weiß nicht, an was es mich erinnert hat, aber ich fand es sehr, sehr geil und würde es auch gerne nochmal spielen, unter anderem auch mit mehr Spielern, wobei es dann echt
glaube ich, ganz schön mies sein kann, wenn man sich da verbaut oder einem was verbaut. Ja. Nächstes Spiel. Res Arcana kam wieder auf den Tisch. Ja, ich hatte es ja bis dato nur zu zweit mit Gwen gespielt und da fand ich es schon ganz gut. Dann habe ich es mit Benny zu zweit gespielt. Das war ein Fail. Ja, das war wirklich. Also ich hatte beim Kartenziehen das Problem, dass meine Karten irgendwie keine richtige Engine zum Laufen gebracht haben. Und er hat dann, glaube ich, mit 13 zu 7 oder was gewonnen. Ja, und bei ihm war das halt so, oh, Tod generieren, Tod kaufen, bla bla bla. Das war eine Non-Stop-Engine. Und wir haben es dann bei Tom mit Ines zusammen und Benny zu viert gespielt. Mann, war das eine geile Partie. Also, zum einen muss man sagen, die Variante mit den Draften finde ich sehr gut. Ja, dass man am Anfang vier Karten bekommt, sich eine nimmt, draftet, bis man vier hat, dann wird das nochmal mit vier Karten gemacht. So kann man wenigstens ein bisschen Einfluss auf die Artefakte haben, die man da bekommt. Und zum Zweiten, mit mehr Spielern ist es definitiv besser. Was halt cool ist, jeder hat so seine eigene Engine gehabt, mit der er dann bauen konnte. Ne? Ich meine, man hat ja verschiedene Sachen, dass man eben Ressourcen abgibt, andere Ressourcen bekommt. Und je nachdem, welche Kreaturen oder Artefakte man eben hat, kann das gut oder besser laufen. Und dann kann man noch, manche spielen vielleicht auf Gold, holen sich die Monumente. Die anderen können vielleicht mit ihren Orten der Macht was besser machen. Und das war richtig geil. Benny war eigentlich ganz gut dabei, hat dann Tom ein bisschen Angst gemacht, als er dann am Schluss den Startspielermarker genommen hat, der ja auch einen Punkt gibt. Tom hat dann irgendwie weiter Gold produziert und dann war es so dieses, Ines und Tom haben sich so ein bisschen gekabbelt. Ah, ich glaube, du hast mehr Punkte, ich habe mehr Punkte. Ah, der ist mal. Und ich war so im Stillen so, Moment, wenn ich jetzt die Karte kriege. Und Ines hat dann Gott sei Dank eine Karte gespielt, die mir eine schwarze Ressource, also den Tod, gegeben hat. Somit konnte ich eine Karte spielen, die mir dann mit Gold generieren und eine Karte, weil ich so viele rote Essenzen hatte, konnte ich dann eine Mega-Engine bauen, die mir so viel Gold produziert hat, dass ich das, also auch ein Ort der Macht, der mir Gold produziert hat, dass ich dann tatsächlich mit Punktegleichheit, aber Ressourcenmehrheit das Spiel noch gewonnen habe. Ah, tat das gut, ja. Also das war wirklich so spannend bis zum letzten Schluss. Und ja, Ines und Tom waren sich da schon ganz sicher, dass einer von denen gewinnt. Und ich habe auch gedacht, Moment, aber wenn ich die Engine mit dem so viel generiere, dann war das wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ich kam aus dem Hinterhalt und hab dann das Messer letztendlich hier, ne, hier in den Rücken gejagt. Nee, aber das war doch eine sehr geile Partie, dass auch da Benny umgestimmt hat und gemeint, oh, jetzt habe ich gemerkt, das Ding kann doch was, ja. Es ist halt so ein bisschen Zwiespalt, ne? Also es kann schlecht laufen, wenn man blöde Artefakte hat und man kommt vielleicht nicht so rein, der andere hat mehr Glück oder mehr Erfolg bei den Ressourcen generieren etc. Aber insgesamt muss ich sagen, ja, und ich bin auch gespannt, bietet sich ja an, viel mehr Karten noch als Erweiterungen dazu zu bringen. Wir werden sehen, was da noch kommt. Res Arcana auf jeden Fall immer mehr im Punktebereich nach oben gewandert. Ja, nächstes Spiel. Rum, ja, es ist ein weiteres Unlock. Unlock Timeless Adventures haben wir seit neuestem in der Spielegruppe. Und ja, Gwen ist leider eine Pappnase. Nein, die hat das nicht mit mir spielen wollen. Aber war auch keine Zeit wahrscheinlich. Ich habe an abends mal das Ding hergeholt, habe die Dinger dann solo durchgespielt, alle drei. Musste also meinen Grips alleine anwenden. Das funktioniert mal gut, mal nicht. ja, ich finde die neuen Unlocks und vor allem auch das hier richtig gut. Ja? Das eine ist halt mehr so eine Schnitzeljagd in der alten Zeit. Das ist sehr cool gemacht, sehr schöne Ideen. Auch wenn das ein mittlerer Schwierigkeitsgrad war, ich fand es eigentlich einfacher als den Zirkus, was der erste Teil ist. Da fand ich die, wie man die Manege clever eingesetzt hat. Ich will ja nicht zu viel verraten. Wie man die Karten benutzt und die Zahlen darauf. Und sehr, sehr cool gemacht. Und das letzte war dann quasi genau mein Thema, Zeitreise. Ja, man ist dann in der Zeit zurückgereist, hat versucht, Sachen zu machen. Die haben natürlich wieder, ne, Butterfly-Effekt, irgendwelche Auswirkungen auf die Zukunft. Und die haben immer alle drei Unlocks in diesem Abenteuer quasi, oder alle drei Abenteuer in diesem Unlock, so muss ich sagen, hatten was Besonderes Eigenes. Und das war so erfrischend, auch im Vergleich zu den anderen Unlocks,
Hat mir bisher sogar noch am besten gefallen. Ich fand die Alice Unlocks auch nicht schlecht, aber das, wow, wirklich super. Ja, richtig geil. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Vor allem kommt jetzt Star Wars Unlock. Da bin ich auch mal gespannt, was das wird. Ja, nächstes Spiel. Fleet the Dice Game. Ja, das ist hier Fleet the Dice Game, genau. Das Würfelspiel zu Fleet, ich habe auch das Original nicht gespielt. Ich glaube, Benny auch nicht. Ne, da hatten wir es davon. Ja, das ist immer noch ein Roll and Write Plus, würde ich es einfach mal nennen. Weil Roll and Writes gehen ja normal immer recht flott. Gut, hier steht 30 Minuten drauf, aber wenn man noch die Regel erklärt hat, etc. Also, das ist schon etwas, was dauern kann, aber es macht Spaß. Ja, es ist wirklich cool. Ich zitiere Benny, er findet es gut, aber er hätte es mehr als richtiges Spiel gehabt und nicht diese gespaltenen Blöcke und lieber mit Ressourcen, die man dann vielleicht irgendwo drauflegt, also auch von den Münzen her, anstatt die so abzukreuzen. Ja, gebe ich ihm nicht ganz Unrecht, kann man so sagen. Aber ich finde, so wie das gemacht ist, ist es eigentlich ganz okay. Ich habe nur ein Problem damit, dass da halt man öfter mal was vergessen kann, ja. Also die Lizenzen, die man ja da kriegt, das ist eben, okay, was war denn nochmal? Ach so, ich krieg ja noch eine extra Münze, wenn ich bla, oder, oh, da krieg ich ja, ich habe ein Schiff losgeschickt, da muss ich ja jetzt hier noch ein Kreuz machen und bla. Ah, oh, das löst mir wieder ein weiteres Kreuz aus. Habe ich jetzt ein Kreuz schon gemacht? Also man muss wirklich, es ist Management, ja. Man muss aufpassen, dass man nichts vergisst und auch, dass man halt da keinen Blödsinn macht. Aber insgesamt finde ich das Spiel echt sehr, sehr cool. Und ja, Fleet the Dice Game, freue mich schon auf die nächste Partie. Nächstes Spiel, was gab's noch? Ja, es geht wieder hier um Früchte. Harvest Island habe ich ja schon gehabt. Ich habe es diesmal Benny vor die Nase gesetzt. Der war ja schockiert, wie das Spiel aussieht. Und ich muss zugeben, ich fand es auch nie gut, aber es hat sich dann irgendwie ausgeblendet. Das liegt daran, weil das Spiel gut ist, ja. Gwen und ich haben das immer sehr gern gespielt. Das ist auch so ein Spiel, das ich gern mal zu viert spielen will. Weil bis jetzt habe ich es nur mit Benny und mit Gwen gespielt, jeweils zu zweit. Da ist es cool. Aber ich glaube, mit vier kommt dann noch mehr Interaktivität mit rein. Und ja, die Symbolik ist wirklich bescheiden. Ja, also man erkennt diese Früchte nicht so richtig. Die sind auch teilweise unterschiedlich farbig. Und dann das mit den Jahreszeiten ist zwar eine nette Idee, um die vier Seasons sozusagen zu machen. Aber ja, wie Benny schon gesagt hat, Erdbeeren im Winter ist halt so eine Sache, ne? Oder Bananen im Winter, das ist nicht so wirklich thematisch. Sag nichts Negatives zu dem Spiel. Einwurf von drüben. Ja, aber insgesamt ist das gut, dass das Spiel halt was taugt. Das Gameplay ist super, ja. Coole Ideen auch mit dem Markt, wo man die Karten eben holt. Aber wenn man dann Karten abwirft, bekommt man ja den Dünger, der wieder Bonuskarten gibt oder halt beim Zählen mehr, um dann halt diese fünf, diese Token-Dings zu kriegen für die beste Frucht oder die am weitest vorne liegende Frucht. Sehr, sehr schön gemacht. Was ich auch ein bisschen negativ finde, ist der Punktesalat am Schluss. Ja, dann gibt diese Token 8 Punkte, dann die Zahlen, die auf den Karten sind, da liegt man dann bei irgendwo 253 oder so. Das hätte man ein bisschen anders machen können, sage ich mal, um dann nicht so ein Zahlengulasch zu haben für so ein eher schickes, Früchte, leichtes, lockeres Spiel. Ja, wobei es ist schon strategisch. So locker würde ich jetzt fast nicht sagen, aber es spielt sich runter wie Butter. Ja, oder wie Erdbeersaft. Ja, es ist wirklich locker flockig und ich bin auch, wie gesagt, gespannt auf vier Spieler. So, was kam als nächstes auf den Tisch? Bam, 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 bam. Ja, der weiße Brei, der heiße Brei, der weiße Hai von Ravensburger. Ja, ebenfalls ein zweischneidige Rückenflosse oder zweischneidiges Schwert. Ich würde es, glaube ich, mehr mögen, weil thematisch ist das Spiel grandios, ja? Es hat Zitate vom Film. Es fängt den Film perfekt ein vom Ambiente, ja? Am Anfang der Hai schwimmt rum, will die ganzen Schwimmer fressen und wir versuchen den Hai ausfindig zu machen. Und am Schluss gibt es den Kampf auf dem Boot. Der Hai greift von verschiedenen Seiten an und so weiter und so fort. Das hat thematisch wirklich Wumms, ja? Spielerisch, ja, ist so ein bisschen Scotland Yard natürlich am Anfang. Und ich fand den
den Anfangsteil fast spannender, weil auch zu zweit spielt man ja drei Charaktere und der Hai alleine und der versucht dann eben die zu fressen und man versucht ihn aufzuhalten. Das war schon ziemlich cool, weil Benny immer, ist er jetzt da, ist er nicht da und dann habe ich ihm doch den Kanister auf den Kopf geworfen. Das war irgendwie ziemlich cool. Und dann der Kampf, okay, da haben wir auch ein bisschen was falsch gespielt, aber, oder nicht beachtet. Es kann sich halt ziehen und man hat halt diese Special-Karten, wenn man die einmal einsetzt, sind sie dann weg und dann ist es eher so ein, ja, wie Georg so schön sagt, man kann auch einen Würfel nehmen und wer die 6 Würfel hat, gewonnen. Es fühlt sich nicht ganz rund an. Ich habe trotzdem irgendwie Spaß an dem Spiel, aber vielleicht muss man es auch mal nochmal ausprobieren, vielleicht mal zu zweit oder mit mehr Leuten. Ich glaube, dass der Aspekt, der immer gesagt wird, ja, der Brody, der hat ja nichts zu tun, der ist ja langweilig, der läuft nur am Strand rum. Ja, das stimmt. Am interessantesten ist es, wenn man den Hai halt angreift. Aber trotzdem muss ich sagen, wenn man zusammen kooperativ diskutiert, wo könnte er sein und da, oh, das ist doch, man muss sich halt ein bisschen reinfinden. Am besten noch den High-Soundtrack an, der ist ja richtig geil. Ja, naja. Aber trotzdem, eine weiße High würde ich auch wieder spielen. Ich fand es nicht so schlimm, aber ja, es gibt, glaube ich, schon bessere Spiele, die das Spiel, Konzept, Spiel, Gameplay besser machen. Nächster Fisch, nächstes Spiel. Jetzt wird's klein, aber fein, denn wir haben hier das Spiel Go Town. Ja, Go Town von Helvetic, ein kleines Spielchen für 2 bis 4 Spieler. Und ja, es ist, ja, die ganzen Helvetic, die kleinen, die haben dieses lustige Kartenformat hier. Also, ihr seht, von der Hand her ist es nicht groß, aber trotzdem noch griffig und gut zu halten, gut zu spielen. GoTown gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, das ist, man versucht halt dieses Stockwerk zu bauen und wenn man 5 Stockwerke hat, dann hat man sein Hochhaus voll und ist sozusagen der Gewinner. Aber man versucht eben eine Zahl 9 zu machen. Das heißt, man setzt eine 4 und eine 5 hin, hat man Stockwerk, 1 und eine 8. Aber wenn ich eine 8 habe und der andere hat die 1 da liegen und die 8, dann nehme ich die 1 und zerstöre sein Stockwerk. Ja, also es ist schön fies, ja. Also wer so diese fiesen Elemente, so Take That, nicht mag, ist vielleicht ein bisschen kritisch. Es gibt dann auch schöne Karten hier, wo man Karten klaut, wo jemand aussetzen muss und so weiter und so fort. Dann kann man auch einen Hund, ja, als Wächter einsetzen, der das Stockwerk bewacht. Aber den kann man auch wieder mit einem Knochen weglocken. Ja, also es sind super süße Elemente. Das Design ist schick. Und es spielt sich relativ flott, kann natürlich ein bisschen länger dauern, wenn man sich ständig gegenseitig die Dinger weghaut. Besonders bei 3 oder 4 Spieler zieht sich's ein bisschen, aber nicht negativ. Also ich finde es immer, es ist so, jetzt nimmt er mir das weg, jetzt bin ich so kurz davor. Ja, also man ärgert sich, aber es hat so einen positiven Effekt, finde ich. Und sehr, sehr schönes kleines Spiel, Go Town, kann ich nur empfehlen. So, nächstes Spiel. Ja, ein weiterer Hit. Ja, von Helvetic und zwar Kariba. Das ist von niemandem anderen als Reiner Knizia. Ich muss gerade sehen, hier ist gedreht. Georg Flipp. Ja, wir sind Tiere an einer Wasserstelle oder es gibt eine Wasserstelle und ihr müsst Tierkarten ausspielen. So rum. Und ab 3 oder mehr Tieren ja, dürft ihr das kleinere Tier als Punktekarten nehmen. Das bedeutet, dass größere Tiere immer kleinere Tiere verscheuchen. Und dadurch kommen die Karten in euren Pile und wer die meisten Karten hat, gewinnt. Ja, es ist einfach, es ist super simpel, aber hat halt die taktische Raffinesse. Ah, spiele ich jetzt mehrere Tiere aus, also von einer Sorte, oder doch nur 2 und der andere macht es dann voll und kriege ich dann hier vielleicht viele Karten, da viele Karten. Also es ist super locker, leicht gespielt. Auch 2 bis 4 Spieler steht auch 15 Minuten drauf. Das ist locker zu schaffen, ja. Man spielt ein, zwei Runden, 3 Runden vielleicht sogar, weil es einfach sehr schön ist. Die Illustrationen sind toll, ja. Ihr habt hier wieder die kleinen Karten. Hier, Karibari, also ja, hier. Was ich nicht so schön finde, ist diese Wasserstelle. Die biegt sich halt so ein bisschen durch und ja, wenn man da Karten draufstellen will. Das hat Gwen schon zur Weißglut gebracht, weil die sind halt eher kleiner als der Kreis. Eine Kante hängt vielleicht drauf, dann kommt man da dran beim Karten wegnehmen. Das hätten sie schöner machen können mit einem Puzzle oder so oder anders ausklappbar. Ich weiß es nicht. Oder besser, stärkeres Material, dann wird es nicht so wobbeln. Aber dennoch, Kariba, ein sehr, sehr cooles Spiel. Ja,
Nun weiter zum nächsten Helvetik-Titel. Nämlich Misty. Ja, wir malen kleine Bildchen an die Fenster, ne? Man kennt's ja. Ja, und ebenfalls mit den klassischen kleinen Karten, sage ich mal. Ihr habt diese Bilder hier drauf und da wird gedraftet. Einer legt hin, dann wird es weitergegeben, ne, wie halt Draft so funktioniert. Am Schluss führt man dann die Aktionen der Karten aus, denn man hat einen 4x3 Raster gebildet. Und dann hier zum Beispiel, diese Karte würde nach oben wandern. Hat man jetzt diese Karte hier liegen und man macht die nach oben, dann ist die Karte weg. Und die beiden, weil sie übereinander liegen, werden halt raussortiert. Es gibt keine Punkte. So, ja, andere Karten. Monster fressen Blumen. Nur wenn Blumen übrig bleiben, geben sie 2 Punkte, etc. Jede Karte hat quasi so ihre Funktion. Als ich es alleine mal ausprobiert habe, dachte ich, das ist Gameplay ist nicht so spannend. Dann habe ich es mal mit Benny gespielt. Da fand ich es natürlich ein bisschen cooler, aber letztendlich spielt dann doch irgendwie jeder für sich, auch wenn man halt dem anderen Karten gibt oder draftet. Ja, aber ich fand, bei unserem Draft war irgendwie klar, was ich nehme. Und ja, es tut nicht wirklich weh, aber so richtig toll ist es auch nicht. Da würde ich eher die anderen beiden, GoTown und Kariba, vorziehen. Aber ja, es ist ganz nett. Ist ja der Bruder. Egal, okay, nächstes Spiel. Klein, ja, noch ein Helvetik, der jetzt nicht bei mir ist, und zwar Kawaii. Wobei, da muss ich sagen, das habe ich nicht wirklich gespielt. Ich habe es mal simuliert mit 3 Spielern und selbst das ist ja schwer, weil in dem Spiel geht es ja darum, dass jeder sich eine Eissorte und eine Eisfarbe aussucht und dann werden die Stapel verteilt, aufgedeckt, immer nacheinander. Und jeder hat so 2 Marker und dann sagt man irgendwann Kawaii. Und gibt den Marker an denjenigen, dessen Stapel man haben möchte, nimmt die dann alle und später gibt es dann eben Punkte, wenn die Eissorte passt, also die Form oder die Farbe. Und ja, wenn man aber keine Tokens mehr hat, dann muss man eben so lange warten, bis jemand bei einem wieder Kawaii ruft und man seinen Token bekommt, etc. Und ich glaube, es ist sehr hektisch. Ich habe es jetzt mal bei Benny gelassen, der wollte es eigentlich mit der Nichte, glaube ich, spielen von Mareike. Ja, ist auch ab 3 Spieler. Das heißt, ich konnte es zu Hause eh nicht so richtig spielen. Aber ich wollte es einfach mal hier ansprechen. Man muss es mal in richtiger Form spielen. Ich glaube nur, dass es halt so ein bisschen hektisch und nicht so schön sich spielt, wie jetzt die anderen Helvetics zum Beispiel. Ja, nächstes Spiel. Ja, wir haben einen, ja, Prototypen oder fast fertigen, ich weiß gar nicht genau, gespielt. Alice's Garden. Das ist eigentlich ein Plättchenlegespiel im Alice-Universum, also Alice in Wonderland oder Alice im Wunderland. Das klingt komisch. Alice in Wonderland. Ja, es ist auch so ein Spiel, das irgendwie nichts falsch macht, aber ja, man hat eben solche Tetris-Teilchen. Das Nette ist, man sucht sich am Anfang ein Säckchen aus, das eine bestimmte Form drin hat, also zum Beispiel ein Viereck. Ja? Und dann nimmt man so viel wie Anzahl Spieler da sind raus. Beziehungsweise müssen, glaube ich, bei 3 Spielern 4 Teils liegen, egal. Und dann sucht man sich quasi eins aus und dann kommen die anderen und suchen sich auch eins aus. Es bleibt also immer eins liegen und man füllt dann wieder auf, je nachdem, was der nächste Spieler dann für eine Form wählt. Ja, dann, klar, typisch Plättchenlegespiel mit Funktionen. Wenn man so Schachfiguren hat, muss man die möglichst in der Mitte auslegen, um die Punkte zu bekommen. Dann eine Aneinanderreihung von Rosen, Herzen, ich weiß gar nicht mehr, Herzen, glaube ich, und so weiter und so fort. Ja, man sieht das Alice-Thema so ein bisschen, aber ja, es ist einfach, es hat sich wie jedes andere auch angefühlt und hat jetzt nichts wirklich Neues, Bahnbrechendes gemacht. Das muss ja auch nicht jedes Mal, aber das ist jetzt so ein Spiel, es ist halt ein schickes Design und mehr ist es irgendwie auch nicht. Ja. Das sei mal dahingestellt. Nächstes Spiel. Rom, ja, wir haben hier Plot-A-Lot gespielt. Das ist ein Spiel, das bei Kickstarter fertig gefundet wurde. Ja, doch, ja, das ist erfolgreich gewesen. Eine neue Designerin, die das so eine Art
Ja, bisschen Point Salad, aber irgendwie auch nicht. Ein Kartenspiel, das über Gemüse geht, ja, oder Harvest Island auch so ein bisschen. Das heißt, man hat hier eine Karte ausliegen, die besagt, wie viele Punkte man anlegen darf. Also habe ich jetzt einen 15er Start, sage ich mal, dann darf ich Gemüse auslegen bis zu 15. Ja, also eine Dreier Tomate, eine Fünfer Gurke etc. Und je nachdem, was ich da auch anlege, kann das Bonuspunkte bekommen, weil der Kürbis möchte zum Beispiel neben der Gurke sein und so Zeug, ja. Das ist ganz cool, weil es gibt halt auch so Actionkarten und man muss dann immer sich entscheiden, von welchem Stapel man nachzieht. Möchte man lieber vom Gemüse was nachziehen oder von den Aktionskarten, die dann halt sowas machen wie Fertilizer, ich krieg doppelte Punktzahl oder ich nehme einen kompletten Saat weg. Und ja, also es ist sehr, sehr fies auch das Spiel, das muss man sagen. Und ja, aber insgesamt fand ich es eigentlich ganz cool, weil es halt ein Gefühl von, okay, Set Collection, aber es hat dieses gewisse Etwas noch, um es ein bisschen verkopfter zu machen. Ich finde das Design auf jeden Fall sehr, sehr ansprechend. Die Farben sind ganz cool, kräftig und die Art und Weise, wie es gezeichnet ist, fand ich sehr schön. Plottelot, ein sehr schickes Spiel. So, nächster Titel. Ah, oh, ja, oh, ist das schwer. Galaxy Trucker kam mal wieder nach gefühlten 20 Jahren auf den Tisch. ja, Christi und Stefan hatten nämlich die Big Box oder ich glaube auf der Messe mitgenommen und dann haben sie gemeint, oh ja, das und das. Und ich so, oh, Galaxy Trucker kenne ich, ja. Und der Witz ist, ich habe das ja schon ewig nicht mehr gespielt und die meisten Regeln hatte ich tatsächlich noch im Kopf. Ja, so ist es halt. Galaxy Trucker. Ein sehr verrücktes Plättchenlegespiel eigentlich auch, ja, also aber in Echtzeit. Man versucht ja sein Raumschiff hier zu bauen, ja, versucht es zu bestücken mit Lebenserhaltungssystemen, Waffen, Schutzschilden etc., um dann später eben Karten entgegenzutreten, sage ich mal, Meteoriten, die auf einen prallen, ja, da muss man halt so gut bauen, dass man es zum einen abschießt oder den Meteoritenschauer halt einfach abwehrt und ja. Ich finde es eigentlich immer noch gut, aber ich merke schon, dass das Spiel halt ja sehr speziell ist, sage ich mal. Ja. Es hat viel Material, es ist sehr fummelig, es ist aufwendig und das Plättchen legen, schnell anlegen, es geht ja in Echtzeit, dass man das baut, das ist schon nicht jedermanns Sache, verstehe ich. Ich finde es trotzdem immer noch cool und vor allem sehr witzig. Wenn man dann sieht, wie andere Schiffe kaputt gehen, das ist super schön Schadenfreude. Aber man freut sich auch, wenn man mal was Geiles abwehrt oder perfekt die Dinger ja, hat oder gebaut hat. Sehr, sehr witzig eigentlich. Ich glaube, es hat der Mannschaft ganz, ja, schon Spaß gemacht. Aber ja, ich muss schon sagen, nach all den Jahren, ja, ich kriege es auch sehr schwer auf den Tisch. Wie gesagt, ich habe es in meiner Sammlung. Aber Galaxy Trucker ist so ein. Viele mögen das einfach nicht, aber vielleicht muss ich auch einfach wieder mit Rüdiger spielen, weil der mag es ja. Rüdiger, wir müssen mal wieder zocken. Also, nächstes Spiel. Die Crew kam wieder auf den Tisch und diesmal haben wir es zu viert gespielt. Das erste Mal zu viert und ich muss sagen, geil, ja? Je mehr Leute, desto schwieriger und herausfordernder ist es. Ja, es ist nach wie vor simples Prinzip, neu umgesetzt. Kann man so sagen? Naja, es ist ein Stichspiel, aber mit Missionen. Man muss eben die verschiedenen Missionen schaffen. Das heißt, wenn ich halt die zwei da liegen habe, die grüne, dann muss ich den Stich mit einer grünen 2 machen, um die Mission zu erfüllen. Es ist halt einfach cool, dass es kooperativ ist. Und wie gesagt, zu viert hat man halt einfach weniger Informationen, die man über die Karten geben kann und hat. Wir hatten, glaube ich, eine Mission, das war auch ziemlich weit hinten. Die haben wir echt, glaube ich, dreimal machen müssen, weil halt irgendwo ein Deadlock war oder irgendwas nicht ganz geklappt hat. Und ja, einmal haben wir sogar dann gesehen, okay, so wie die Missionen gerade ausliegen, können wir das nicht schaffen, ja? Sofort fail. Und ja, kann passieren. Aber ich finde es immer noch ein richtig, richtig cooles Spiel und fände es sehr, sehr schade, wenn es nicht den Titel, den Preis gewinnen würde 2020. Ja. Den Kennerspiel. Ja. Nächstes Spiel. Du, 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 du. Nee, eigentlich ist das falsche Lied. Keine Ahnung. Pandoria haben wir bei Tom gespielt. Und das war für Benny mich das erste Mal. Und ja, Tom und Ines feiern das Spiel sehr.
Und ich muss sagen, von der Idee hat es mir eigentlich gefallen, weil es ist halt, man hat da diese Plättchen, die quasi Untergrund bilden, Ressourcen, man legt die an und man versucht quasi Gebiete abzuschließen, um dann die Ressourcen, die sich da drin befinden, zu erhalten. Ja, ich denke, wenn ich es nochmal spielen würde, würde ich ein bisschen anders bauen, denn ich habe meistens mich auf irgendwas konzentriert, hier und da gemacht. Aber eigentlich sollte man mehr so dort bauen, wo die anderen auch anbauen, dass wenn mal was eingeschlossen wird, dass man dann auch davon profitiert. Und ich hatte halt immer mal wieder das Gefühl, dass ich keine Karten bekommen habe, weil wenn man nichts abschließt, dann darf man auch keine neuen Karten kaufen. Dann hatte ich auch mal was Kleines abgeschlossen, hatte aber dann wieder kein Geld, um die Karten zu kaufen. Also das hat so ein bisschen dieses Gefühl nicht vermittelt, dass man immer irgendwas tun kann, ja. Obwohl der Tom meinte, doch, man kann immer hier und da was machen, ja. Vielleicht würde ich es jetzt anders spielen und mich vorbereiten auf eventuelle Probleme. Aber ja, insgesamt fand ich es irgendwie doch ganz schick gemacht, aber hat mich jetzt tatsächlich nicht so ganz vom Hocker gehauen. Würde es aber trotzdem nochmal mitspielen, ja. Pandoria, ja, ganz schick eigentlich. Nächstes Spiel. Rom, ja, Nova Luna, nein, Nova Luna. Ja, das Spiel ist so ein bisschen Albtraumspiel für mich. Generell ist es auch so was, was ich eigentlich gerne mag. Ja, ich finde die Idee, dass man auch den Mond eben drei Felder voraus und dort den Mond dann hinstellt, das ist irgendwie ganz cool gemacht. Dann hat man wenigstens ein bisschen die Auswahl. Okay, was nehme ich? Und muss auch vielleicht so ein bisschen planen, auch wenn man das nicht wirklich kann, weil ja, wenn andere Leute vor einem sind, dann weiß man ja nie, was der für Plättchen nimmt und muss dann immer wieder schauen. Aber es hat halt auch dieses Problem, dass man vielleicht kein großes Plättchen haben will oder einem sehr oft das weggeschnappt wird, was man gerne haben möchte, ja. Und so war es halt bei mir. Vor allem am Schluss, ich brauchte unbedingt rote Plättchen und ja, Benny, Tom, Ines waren vor mir dran, sprich, die roten Plättchen waren halt dann alle weg. Was nimmst du dann? Irgendeins? Jo, super, dann hat das die Stärke 6. Das heißt, man ist dann ziemlich weit vorangeschritten und muss dann ewig warten, bis die anderen fertig sind mit ihren Zügen. Und es ist so ein bisschen. Und es hat auch einen sehr hohen Frustlevel, finde ich, weil man versucht natürlich Kombinationen zu machen, damit man auch die Sachen erfüllen kann, aber dann kriegt man halt nicht das, was man will und dann erledigt man meistens nur einen Auftrag, wenn überhaupt, oder vielleicht mal zwei und dann siehst du die anderen, oh, ich habe hier und hier und da Kombinationen, ich habe jetzt drei Sachen erledigt. Gut, ja. Am Schluss waren wir jetzt nicht so weit voneinander entfernt, aber es war dann doch eindeutig, dass, ja, ich nicht mehr gewinnen kann, klar, aber das hat sich dann schon schnell rauskristallisiert, wer da dann die Nase vorne hatte. Also Nova Luna finde ich irgendwie schwierig. Ich glaube auch nicht, dass das gewinnen wird. Also das ist einfach zu, ja, weiß nicht, hat zu viele Probleme, die entstehen können. Sagen wir es mal so. So von der Idee her Aufmachung finde ich sehr schön, aber ja, hat dann halt, wie gesagt, Problemchen. Nächstes Spiel. Ja, Omerta. Jetzt kommen wieder zwei Spiele nacheinander, die ich leider noch nicht mit Menschen spielen konnte. Ich habe Omerta mal so ein bisschen simuliert für mich. Ich fand die Idee, dass man eben versuchen muss, wenige Flaschen zu haben, ja, und dann sie irgendwie auszutauschen, dem anderen was unterzujubeln. Das hat irgendwie was, ja, so dieses Mafia-Thema. Es klingt irgendwie ganz, ganz interessant, aber ich weiß auch nicht, ob das dann wirklich so grandios ist, ja. Ich muss auf jeden Fall noch mit ein paar Leuten spielen. So von dem, was ich halt so angespielt habe, ist das ein interessantes Konzept und hat mich, wie gesagt, an ein Spiel erinnert, an das ich mich jetzt nicht erinnere. Egal. Omerta muss man mal gucken. Vielleicht habt ihr es ja gespielt und könnt dazu schon was sagen. Auf jeden Fall bin ich gespannt, wie es sich dann mit Menschen spielt. Nächstes Spiel. Oh, das ist halt auch so ein Spiel, das halt schreit danach, dass ich es endlich spielen will und ich habe es auch in einer Zweispieler-Partie simuliert. Live-Siphon, nein, ich habe schon wieder Live-Siphon gesagt, es heißt Live-Siphon. Live-Siphon, das Spiel, bei dem man Lebenspunkte einfach abgezogen bekommt, weil man hier Kreaturen ins Rennen bringen will und die Lebenspunkte, ja, sind sie auf Null, ist man tot, hat man verloren. Ja, so kann es gehen. Ich glaube, das ist auch ein Spiel. Bei meinem Playtesten, sage ich jetzt mal, habe ich gemerkt, zu zweit ist es okay, ja. Ich denke, wenn man
ne, menschliche Spieler, die denken ja ganz anders. Natürlich habe ich immer auf Sieg gespielt, für beide Seiten. Es hat ein bisschen Managementaufwand und zu zweit kommt der eigentliche Aspekt des Spiels natürlich nicht zu tragen, denn der ist ja, dass man eigentlich immer an zwei Fronten kämpft. Denn den linken Spieler will man besiegen, aber den rechten Spieler will man beschützen, weil der immer der linke Spieler besiegt werden muss. Aber das will ja der andere nicht, sondern er will ihn ja verteidigen, weil der soll ja nicht sterben, weil ich will ja meinen linken Partner töten. Und das fand ich so, so geil, die Idee. Deswegen habe ich den Kickstarter mitgemacht. Und das Material, ihr habt das im Unboxing, hoffe ich, doch gesehen, das ist halt Wahnsinn, ja. Also diese Metall, Figuren ist geil, auch das Holzmaterial ist cool und es wirkt sehr schlicht vom Prinzip her. Das Design finde ich halt auch mega gut und ich bin gespannt, wie es sich dann wirklich spielen wird. Und ich hoffe, dass ich das auch dann mit drei, vier Spielern dann auf den Tisch bekomme. Ja, nächstes Spiel. Boah, ist das schwer. Ja, wir haben Texas Hold'em gespielt und ich habe keine Ahnung, wie viel dieser Koffer wiegt. Ich blende das gleich ein, weil ja, der Freundeskreis hatte mal wieder Bock auf Pokern. Und ich musste sagen, hey, der Spieletisch von Hühne, der eignet sich eigentlich auch gut als Pokertisch. Und ja, so war es auch. Ja, wir haben das klassische Texas Hold'em. Dieser Pokerkoffer kam, glaube ich, tatsächlich erst das zweite Mal auf den Tisch und den habe ich, glaube ich, schon, keine Ahnung, gefühlt 20 Jahre daheim. Und ja, auch diese Tokens hier, ich meine die Chips, die natürlich hier, das sind diese hier, die auch den Wert draufstehen haben und in verschiedenen Farben, klar, man kennt es ja. Und ja, ich muss sagen, es ist ein, ja, nach wie vor Pokern ganz interessant. Ich bin, glaube ich, als Dritter rausgeflogen oder das Zweite, ich weiß gar nicht, bei unserer Fünf-Spieler-Partie. Und es hat sich dann doch alles wieder gedreht und gewendet. Und ja, Frauen an die Macht, die Karo hat gewonnen. Dich nehme ich mit ins Casino. Was beim Poker natürlich ein bisschen blöd ist, wenn man halt rausfliegt, ne, man hat die klassische Player-Elimination, die ich an Spielen eigentlich nicht gut finde. Also Benny hat gesagt, die machen es meistens so, dass sobald der Erste rausfliegt, beendet man das komplette Spiel und derjenige, der dann das meiste Geld hat, gewinnt. Das finde ich eigentlich eine sehr geile Idee, wenn man nicht um Geld spielt. Ja, ich muss sagen, wir haben es diesmal nicht gemacht. Es sind ja tatsächlich Kleinbeträge erlaubt bis zu einem gewissen Grad oder werden geduldet, aber eigentlich ist es ja Glücksspiel, ja, verboten. Ja, also, ja, ich muss sagen, klar, Pokern ist halt. Ist eigentlich ja auch ein Spiel, ne? Aber es ist jetzt irgendwas, das muss ich jetzt in nächster Zeit nicht nochmal haben, aber irgendwann vielleicht dann auch in meinem Einsatz um euer Auto. Nein. Ja. Pokern, Texas Hold'em wurde der Koffer halt mal wieder hier in Aktion gebracht. Ich würde sagen, auf zum nächsten Spiel. So, als nächstes hatten wir das Partyspiel Sag's mir gespielt. Das war ganz tricky, denn Julian und Thomas haben gegen Caro und mich gespielt. Und Caro kennt sich zwar schon so ein bisschen aus, aber ist halt nicht so ganz der Film- und Serien-Nerd, wie wir drei es sind. Und das war dann schon ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Denn in der ersten Runde kann man ja die Filme erklären, ganz frei, wie man mag. Und die zweite Runde ist dann nur noch ein Wort, das man nennen darf. Und in der dritten Runde Pantomime. Der Witz war, in Pantomime haben wir eigentlich relativ gut abgeschlossen, beziehungsweise wir haben sogar die Runde gewonnen. Aber davor war es halt, ja, schwierig. Die Idee ist halt geil, dass man immer mit denselben Karten spielt, in jeder der drei Runden. Das heißt, man kennt die Filme, die da vorkommen, aber ja, man muss halt auch drauf kommen, ne? Und ja, das ist eine sehr, sehr coole Idee. Ich will definitiv mal die Family oder beziehungsweise die Party Edition spielen, weil da sind dann die Begriffe, die da drauf sind, halt ein bisschen, ja, allgemeiner bekannt, würde ich jetzt mal sagen, weil das ist halt schon sehr, sehr speziell und das wusste ich auch vorher. Aber ja, es ist trotzdem eine sehr coole Idee, wie man das Spiel spielt und es macht sehr viel Spaß, kommt halt so in die typische Tabu-Richtung etc., aber halt doch ein bisschen anders. Sag's mir, sehr schön. Toll fand ich auch, dass Gwen dann eingestiegen ist und dann die zwei Damen pantomimisch mir die Filme erklärt haben. Sehr, sehr witzig, hat eine Menge Spaß gemacht. Ja, nächstes Spiel. Es kam mal wieder Volleyball High auf den Tisch.
Ja, ich. Oh, verkehrt rum. Ich hatte ein nettes Gespräch über unsere Zukunft, unseren Aufstieg der Volleyballmannschaft. Ja, und zwar mit unserem Coach, dem Phil. Und ja, da habe ich gedacht, nimmst du doch mal das Spiel mit. Habe dann erfahren, der spielt auch gern Brettspiele. Grüße an dich. Ja, ich habe es auf den Tisch gebracht. Und er hat mich abgezockt. Ja, er hat die Frauen gespielt. Da muss ich natürlich mich verteidigen und sagen, die sind schon sehr stark. Ja, die haben halt die Fähigkeit, wenn sie bestimmte Karten ausspielen, ziehen sie mehr Karten auf die Hand. Und dadurch hat man einfach mehr Möglichkeiten zu blocken und anzugreifen. Und ich hätte dann aber auch ein bisschen mehr auf die Schmetterbälle spielen müssen, um ihm die Karten aus der Hand zu ziehen. Ja, auf jeden Fall finde ich das Spiel immer noch sehr, sehr geil. Ja, es fängt das Volleyball-Thema sehr gut ein. Es hat schöne Mechanismen, eben durch den Angriff, dass man erstmal Verteidigung ausspielen muss. Dann muss der Spieler hinhechten, den Ball nehmen, annehmen und weiterpassen. Dann kann man einen Schmetterangriff machen. Also super, ja. Ich finde das Spiel nach wie vor sehr, sehr geil gemacht und als Volleyball-Fan umso mehr. Hier oben ist noch die Spielmatte, die ich halt auch sehr cool finde, wobei ich schaderweise, gibt es das Wort überhaupt, sagen muss, hier in der Mitte knickt sich das ein bisschen und da geht der Stoff weg, aber noch hält sich das. Vielleicht muss ich es mal andersrum legen, ich weiß nicht. Das ist ein bisschen schade, aber insgesamt finde ich das Spiel immer noch sehr, sehr geil und ja, Volleyball High hat wieder Spaß gemacht. Nächstes Spiel. Big Monster! Ja, das habe ich jetzt mit Benny gespielt. Und ihr habt ja jetzt am Wochenende unser Secret Unboxing, hoffe ich, doch angeschaut. Dann habt ihr auch gesehen, dass dieses Spiel bei Skellig erscheinen wird am 1. Juli. Und ja, es ist ein Kickstarter gewesen, wie gesagt. Es ist ein Tile-Laying-Draft-Spiel, das eigentlich einen sehr coolen Mechanismus hat, der aber allerdings erst bei 4 bis 6 Spielern zu tragen kommt. Ja, wir haben es zu zweit gespielt. Es ist eine nette Variante, um das Drafting ein bisschen anders umzusetzen, dass man eben zwei Reihen da liegen hat, eine nimmt, eine zerstört. Dadurch nimmt man dem Gegner natürlich die Option, die Karte zu bekommen, die er vielleicht haben möchte. Wenn da allerdings mehr interessante Tiles liegen, Plättchen liegen, dann ist diese Option natürlich egal. Aber ja, ich muss sagen, es ist ein sehr schickes Spiel, ja. Ich glaube aber, dass es dann mit einer größeren Spieleranzahl interessanter wird, weil man eben dieses Drafting in nicht typischer alle geben es nach links, alle geben es nach rechts Manier hat, sondern dass man es eben egal wo zu jemandem hinlegen kann, ja. Dann nimmt man sich natürlich den, der vielleicht diese Sachen nicht gebrauchen kann, ja. Oder man kann es ja in Teams spielen. Und da ist es halt geil, wenn man sieht, oh, der baut gerade das Monster mit mit der 1. Ja, er braucht noch den Kopf oder den Po dazu. Den habe ich auf der Hand. Super, dann lege ich ihm die Drafting-Tiles einfach vor seine Nase hin. Ja, das ist, glaube ich, ein sehr schönes Element. Und ja, ich weiß nicht, warum ich so schlecht darin bin. Ich habe einfach dreimal in Folge gegen Benny verloren. Oder er ist einfach zu gut in Plättchenlegespiel. Er hat ja auch genug gespielt und hat auch genug daheim, ne? Benny Revanche steht noch aus. Ja. Big Monster, die Neuheit, auch bei Skellig. Sehr schick. Ja, nächstes Spiel. Oh, nächstes Spiel ist die kleine Version von Andor. Wir haben Andor Junior gespielt. Es war unter anderem eine kleine Lernpartie, weil Benny es auch mit eben der Nichte von Mareike spielen wollte. Und ja, ich muss sagen, ich fand es erfrischend. Ja, es hatte das typische Andor-Prinzip, aber es ist halt heruntergebrochen, ein bisschen entschlackter vielleicht. Dadurch halt vielleicht auch nicht ganz so schwer, wobei doch, wir hatten ein bisschen Würfelglück, muss ich sagen. Ich habe den Drachen relativ kompakt nach vorne wandern lassen mit Einserwürfeln. Das hätte auch ganz anders aussehen können. Ja, ich muss sagen, ja, es ist auf jeden Fall eine schicke Variante. Ich ziehe natürlich das große Andor dem Ganzen vor, aber warum nicht? Ja, haben sie eine nette Variante, die man mit der Familie und auch Kindern spielen kann, gebaut. Kann ich jetzt bisher nichts Schlechtes drüber sagen. Ja, nächstes Spiel. King of Tokyo. Boah, puh, gut gefangen. Ja, das ist
Ein Spiel, das ich ja jetzt in der Dark Edition habe, die man da oben liegen sieht. Aber ich habe dieses Spiel mitgenommen aufgrund der Power-Up-Erweiterung, denn ich habe einen Besuch bei Markus gemacht. Ihr denkt euch, Markus, Markus, wer ist das nochmal? Ihr werdet sehen, da wird ein Video kommen, das wir dann gemeinsam aufgenommen haben. Und ich bin gespannt, oder seid gespannt, so muss ich sagen. King of Tokyo, ich wollte einfach mal für seine Spiele, denn er entwickelt Spiele, wollte ich da mal so ein paar Mechanismen zeigen. Und das Spiel habe ich dabei gehabt und dann hab ich es ihm gezeigt und automatisch haben wir dann angefangen, einfach eine Runde zu spielen. Und das ging ja recht flott. Und ich muss sagen, es hat wieder Spaß gemacht, ja. Ich war ja anfangs nie so begeistert von King of Tokyo. Tom Wessel war ja, oh, bestes Spiel überhaupt, das man haben muss. Dann habe ich es mir geholt und gedacht, boah, ist nicht schlecht. Kam mehr oder weniger gut an. Ich würde es immer nur mit den Power-Ups spielen. Die kommen zwar nicht immer super viel zu tragen, aber wenn man drei Herzen würfelt, kriegt man eben einfach Special-Aktionen, die man auch nutzen kann für seinen Charakter und dann oder sein Monster. Und dann wird es auch ein bisschen interessanter dadurch, ja, weil so hat halt jedes Monster die gleichen Aktionen oder Funktionen. Und ja, ich muss sagen, es ist locker flockig. Die Würfel sind toll, weil die halt so chunky sind, wie es so schön heißt. Und ja, immerhin, ja, ein schönes Spiel. Ich bin auch gespannt, wie die Dark Edition dieses Leisten-Schema da oder was man an der Leiste eben macht, um eben so Special-Sachen zu bekommen, wie sich das anders spielt vielleicht. Und vom Designer gefällt mir das andere natürlich besser, aber das ist eigentlich auch sehr schick. Ja, war mal wieder toll. So, jetzt kommen weitere Spiele, die ich nicht besitze, aber die wir dann bei Markus in super schneller Geschwindigkeit, weil es einfach kleine Sachen sind, runtergespielt haben. So, erstes Spiel davon war Rum. Schnapp, Land, Fluss. Ja, hört man ja schon im Namen, ist wie Stadt, Land, Fluss, nur ein bisschen anders, nämlich mit Karten. So was Ähnliches hatten wir schon mal in unserer Sammlung, sage ich mal, hier, Stadt, Land, Vollpfosten. Aber man legt halt 10 Karten aus, die einen Buchstaben hinten drauf haben. Da gibt es blaue und rote Buchstaben. Die roten sind ein bisschen schwieriger, wie Y, X oder so. Da kann man vielleicht nicht so schöne Wörter bilden. Dann dreht man eines der Karten um und darauf sind dann quasi die Kategorien drauf. Also da war Tier, ja. Und normalerweise spielt man so, jeder in Echtzeit stürzt sich auf die Buchstaben, sagt, ah, Nilpferd, ah, Giraffe und nimmt sich dann den Buchstaben und so. Wir haben es tatsächlich, so wie er es immer spielt, nacheinander gemacht. Das heißt, jeder hat immer irgendwas genommen und überlegt, ah, da, da, da. Und wenn man nicht mehr weiter wusste, hat man einfach wieder nachgelegt oder wenn man alle Buchstaben verwendet hat, auch. Und dann wird dann wieder eine neue Karte umgedreht. Ja. Ist auf jeden Fall eine schicke Variante. Man muss nichts schreiben und lässt dann alles raussprudeln, so ähnlich wie Stadt, Land, Vollpfosten. Ich fand es ganz schick. Ja, es ist halt was für zwischendurch. Es sind ja diese kleine Spiele und man kann es auch gut mit der Familie, denke ich, spielen. Hat jetzt auf jeden Fall nichts falsch gemacht. Schnapp, Land, Fluss. So, nächstes Spiel. Rum. Ja, Labyrinth, das Kartenspiel. Das war quasi das verrückte Labyrinth als Kartenspiel. Was kann man dazu sagen? Der Mechanismus ist okay, denke ich. Also man hat immer verschiedene Wege drauf und die Symbole auch. Und man muss sozusagen versuchen, einen Weg so zu bauen, dass man komplett von einem Symbol zu einem anderen Symbol, zum gleichen Symbol so rum, durch kann. Und dann darf man die andere Karte wegnehmen. Das geht aber nur, wenn man das Labyrinth nicht so zerstört, dass man an die angrenzenden Karten nicht mehr drankommt. Gleich vorweg, ich finde das normale Labyrinth besser. Ja, das mit den Karten reinschieben oder mit den Plättchen reinschieben und so und das ganze Labyrinth zu verändern, finde ich viel, viel geiler. Das Kartensystem, ja, fand ich jetzt etwas banal vielleicht. Hat mir nicht so gefallen. Es war okay. Man hat dann oft das Problem, dass man irgendwie die falschen Wege hat, kann nicht anlegen. Dann legt man halt irgendwas hin, der andere kann aber dann damit irgendwas machen und man kann immer noch nicht. Ja, das hat so ein bisschen so ein, okay. Also fand ich jetzt nicht so super, würde ich jetzt glaube ich auch nicht nochmal spielen wollen unbedingt. Ja, aber das war Labyrinth. Das Große ist besser. Nächstes Spiel.
Dragons. Ja, wir haben Dragons von Amigo gespielt. Das habe ich erstmal nicht bei Board Game Geek gefunden, als ich das loggen wollte, denn das heißt Seven Dragons dort. Sieben Drachen. Ja, warum sieben Drachen? Passt vom Thema eigentlich fast noch besser, weil man muss Karten anlegen. Markus meinte auch, er hat es wegen des Designs auch gekauft, weil die Drachen sind wirklich sehr, sehr schön illustriert. Es geht aber darum, dass man eigentlich Farben anlegt. Also man kann auch x-beliebiges Thema nehmen. Sobald man eine Reihe von vier Farben oder eine angrenzende vier Farbenreihe hat, so rum von sieben, hat man das Spiel gewonnen. Denn zu Beginn bekommt ja jeder eine Karte, wo die Farbe draufsteht. Das heißt, ich hatte grün, ich musste also eine grüne Reihe machen. Es gibt aber auch so Aktionskarten, die auch besagen, dass man irgendwie Farben weitergibt, kann passieren, oder irgendwelche Reihen unterbricht, etc. Und wenn man halt es schafft, bestimmte Drachen an eine andere Drachenkarte anzulegen, die halt passen, bekommt man dann irgendwie noch Zusatzkarten, hat dann halt mehr Möglichkeiten und so weiter und so fort. Also ein sehr schlichtes Anlegespiel, sage ich mal, um eine Reihe von einer Farbe zu schaffen. Fand ich okay, würde ich auch nochmal spielen, aber habe mich jetzt nicht so wirklich vom Hocker gerissen. Aber ja, es ist ganz schick gemacht. Ja, nächstes Spiel. Wir haben dieses Spiel gespielt, das ich bei Board Game Geek nicht gefunden habe. Weiß nicht, ob das so eine Special-Ausgabe war von der Club Nintendo oder Nintendo Power damals. Und zwar ist es Super Mario Monster Tricks. Ja, es geht darum, dass man Karten aufdeckt, so ähnlich wie bei vielleicht Jungle Speed. Und man, oder nein, stopp, nicht Jungle Speed, Halligalli war's. Ja, man versucht dann zu gucken, dass man die Anzahl der Monster, gleiche Monster, die eine 7 ergibt oder mehr, ich weiß gar nicht mehr genau. Und dann darf man halt, macht man dann? Schlägt man drauf oder muss man irgendwas sagen? Super Mario, nee, keine Ahnung. Und der andere bekommt dann den Stapel oder ich bekomme den Stapel, ich weiß nicht mehr, wie es genau war. Jedenfalls war das irgendwie sehr seltsam, weil wir haben so lange gespielt, die Monster sind so unterschiedlich, dass da fast nichts Gleiches aufkam. Vom Design her fand ich es ganz cool, weil es mich eben an Super Mario Bros. 2 erinnert hat. Sehr, sehr geil, aber so insgesamt, ja, ist es halt ein Halligalli, nur in komisch. Also hat nicht so richtig funktioniert. Vielleicht muss man auch mit mehr spielen, was Sinn macht, weil dann hat man einfach mehr Karten im Umlauf und hat die Wahrscheinlichkeit, eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass die Dinge auftauchen. Naja, vom Design her schick, aber sonst okay. Nächstes Spiel. Kakalakak! Das Mitbringspiel oder Unterwegsspiel, ich weiß es nicht. Da muss ich auch wieder sagen, die große Kakerlak-Kack-Version ist cooler, weil man eben diesen schönen Käfer hat, der dann batteriebetrieben halt hier in dem Ding rumrattert und man diese Wege verschiebt, damit er da entlang fährt. Das hat schon was. Das ist halt auch ein Augenschmaus, ne? Und das Ding hier ist, ja, es ist klein kompakt, hat auch solche Drehgabeln und man muss versuchen, auch bestimmte Gegenstände zu fressen, zu finden. Also ein Käse, Schokolade. Da muss man würfeln und dementsprechend dann laufen. Der zweite Würfel zeigt dann an, ob man eben Gabel, Messer oder irgendwelche Sachen verdreht, um sozusagen die Wege schwieriger oder besser zu machen. Ah, ich muss sagen, das Element kam aber nicht so richtig zu tragen. Ja? Man hat zwar schon irgendwie die Wege versperrt. Das Einfache daran war auch, dass es jeweils zwei Symbole immer auf den Spielplänen gibt. Das heißt, wenn jetzt Markus die Schokolade eingesammelt hat und ich hatte als nächstes auch die Schokolade, bin ich einfach vor und zurück gelaufen und habe die dann halt auch eingesammelt. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Klar, es ist halt für unterwegs, mal für schnelle Runden. Es ist schon nett umgesetzt von dem Großen auf das Kleine, aber so richtig weggehauen hat es mich auch nicht. Also ist auch eher nichts, was ich nochmal spielen würde und dann eher zur großen Version greife. Ja, nächstes Spiel. Bom, 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 Bongo. Habe ich ja alle gezeigt, bestimmt. Ja, Ubongo haben wir gespielt, aber auch die kleinen Versionen. Das heißt, es war Ubongo Mini, Ubongo Trigo und Ubongo Extrem. Ja? Das heißt, das eine ist ja mit so ganz anderen Formen. Dann das eine ist, glaube ich, 3D, aber es ist alles mit halt kleinen Pappplättchen. Ja, ist halt ein typisches Prinzip. Ne? Man versucht in Geschwindigkeit die Formen voll zu kriegen mit den Teilen, die einem zur Verfügung stehen. Plättchen, ja. Markus ist da sehr gut darin, nur diese komplett verrückte Form, die habe ich ganz gut hingekriegt und ziemlich schnell. Aber ja, es ist nett für zwischendurch,
Ich glaube, auch die großen Brüder mit den kompletten 3D-Teilen, ja, die man dann so aufstockt und so, das sieht halt cooler aus. Aber ich denke, mit den Plättchen funktioniert das auch. Es sind halt kleine Logikpuzzle, muss man sagen, ja, Logikpuzzle. Und für eine kleine Runde ist das völlig in Ordnung, aber für mehr auch nicht. Ja. Aber ja, Ubongo, ganz schick, macht Spaß, ein bisschen zu grübeln. So, nächstes Spiel. Pokémon, das Sammelkartenspiel. Es war irgendwie lustig, weil ich habe immer davon gehört, das gibt es ja auch schon seit 96, 98, schon sehr lange, ja. Und ich habe natürlich Magic gespielt und andere Sachen so ein bisschen, aber noch nie das Pokémon Trading Card Game. Und ich glaube, Bianca hat es auch daheim gehabt, oder so einen Katalog mit verschiedenen Karten. Kann man ja über die Jahre über sammeln. Und ja, der Markus, der hat auch so komplette Sets gehabt. Und dann haben wir halt zufällig Sets gewählt. Und glücklicherweise hatte ich Feuer-Pokémon und er Pflanze. Ja, ne? Feuer ist bekanntlich stark gegen Pflanzen-Pokémon. Das Fiese daran ist, dass immer meine Angriffsstärke verdoppelt wird. Und das haut halt mega rein. Natürlich ist es eine Herausforderung. Das habe ich auch gesagt. Hey, du kennst das Spiel schon. Eine Herausforderung für dich. Für einen guten Spieler quasi gegen mich anzutreten. Und ja, ich habe ihn tatsächlich besiegt. Doch leider recht deutlich. Weil ich hatte auch geschafft, Fuegro. Weiß ich gar nicht, wie er auf Deutsch oder Englisch heißt. Einer von den beiden ist Fuego. Den hatte ich dann voll entwickelt, sage ich mal. Und nee, ich fand es eigentlich ganz, ganz cool gemacht, mal wieder so ein Spiel zu spielen, ja, wo man halt Mana, sage ich jetzt mal, aus Magic, also diese Energie anlegt, um die Pokémon also, zu aktivieren, ihre Attacken zu aktivieren. Und ich fand es halt ein bisschen komisch, dass halt das Pokémon so lange drin bleibt, bis es dann doch kaputt ist. Und dass man halt auch nur 5 auslegen kann aus der Hand. Und weil dann hatte ich irgendwie ein cooles Pokémon, das ich irgendwie in die Menge reinschmeißen wollte, aber ich konnte damit halt nichts machen. Und es war ein bisschen komisch. Aber generell fand ich es mal wieder interessant, so ein Sammelkartenspiel, also 1 gegen 1 sozusagen, zu spielen. Ja, so, was kam dann auf den Tisch? Ja, es kam etwas auf den Tisch, was ich eigentlich nicht so wirklich erzählen kann, denn wir haben drei Prototypen gespielt. Das eine ist ein Uwe Rosenberg, ein neuer, und er hat dann quasi das Kniffel hergenommen und ein Spiel drumherum gebastelt. Ja, ich muss sagen, das hat mir echt gut gefallen. Da sind noch so ein paar Sachen, die man noch so ein bisschen tweaken muss, sage ich mal, aber es hat das schöne Kniffelsystem, nur halt ein bisschen anders. Ich bin gespannt, wie dann das finale Produkt aussehen wird. Ich glaube, das wird echt cool, weil Kniffel mag ich eigentlich sehr gern, mochte ich schon immer und das ist auch sehr bekannt, sage ich mal, unter den alten Spielern auch, denke ich. Und das mal in einem neuen Gewand fand ich sehr gut. Das zweite Spiel, das wir hatten, das ist, ja, Hex Garden hieß es, glaube ich. Ein Spiel von einer Berlinerin, die das gemacht hat. Und es ist ein quasi ein Laufspiel, mit dem man verschiedene Aktionen triggern kann. Man hat am Anfang Energie, die man nutzen kann. Wir sind die Hexen und bla bla. Und es gibt dreiköpfige Schnecken auf dem Plan. Also ganz niedlich gemacht eigentlich von der Idee. Und man kann eben mit den drei Punkten verschiedene Sachen machen. Man kann laufen, man kann den Boden verändern in Gras und Stein, man kann Baumstämme schweben lassen, bewegen und man muss Pilze sammeln und das sind auch die Punkte. Und es gibt sehr interessante Mechanismen. Man bewegt auch dann die Gegner, also die Schnecken, die spucken dann auch in eine gewisse Richtung. Und ja, aber ich muss sagen, das Spiel hat nicht so richtig getriggert. Ja, also man kann es fies spielen, das haben wir gar nicht gemacht so richtig. Man guckt dann halt immer, wie man die Sachen macht. Man kann auch magische Pilze finden, das heißt, man deckt eine Karte auf und muss dann dieses Muster finden auf dem Plan, also aus einer Kombination aus Gras, Stein und Holz. Oder man baut es sich dementsprechend und dann ist man erstmal am Ziehen und vergleicht, wo könnte ich das bauen? Und man grübelt dann sehr stark. Ich glaube, das Spiel weiß nicht so richtig, ob es in den Familienbereich oder in den Kennerbereich, aber für einen ist es vielleicht zu schwer, für den anderen zu wenig. Schwierig. Vielleicht ein anderes Thema draufhauen. Ich weiß nicht genau. Also, es hat mich nicht so richtig vom Hocker gehauen, leider. Dafür aber das dritte Spiel, das wir gespielt haben.
Und zwar war das King Gamers Gaia, blablabla. Also es ist so eine Mischung aus, es hat Ekus-Elemente drin, Katan-Elemente drin, denn man hat Karten vor sich liegen, die man auch ziehen kann, aber man hat immer nur zwei. Und diese Gebäude kann man bauen. Man braucht natürlich die Ressourcen dafür und bekommt dann Punkte. Also jedes angrenzende Fischerdorf gibt einem so und so viele Punkte, wenn man es auf eine bestimmte Ebene legt. Ja, es gibt nämlich Gebirge, es gibt Grasland. Und je nachdem, was man nimmt, kriegt man bestimmtes Geld. Wenn das halt eine Runde länger da liegt, kriegt man mehr Geld dann beim nächsten Mal und so weiter und so fort. Das ist sehr komplex zu erklären. Es gibt überall irgendwie Punkte, überall kann man was machen. Aber wenn man das Spiel mal angefangen hat und zu verinnerlichen, was man da alles tun kann, geht das relativ gut. Und ja, es ist auf jeden Fall ein Kenner, wenn nicht sogar Experte, ich weiß nicht. Also es ist auf jeden Fall komplex. Ja, man muss auf jeden Fall nachdenken, gucken, was man machen kann. Der Benny, der hat dann so eine Endgame-Engine fast gemacht und diesen Turm gebaut, der sehr, sehr viel kostet, der aber unglaublich viele Punkte gegeben hat, da nämlich drumherum viele Sachen Einfluss hatten und oh, es ist wirklich einen rauchenden Kopf kriegt man, aber ich glaube, das Ding hat Potenzial. Ja, das ist richtig, richtig schön. Ja, nächstes Spiel. Was kam dann auf den Tisch? Es kam ein Spiel auf den Tisch, das wir noch als Absacker gespielt haben, und zwar Stop Corona von Ballkönchen. Ha, was soll ich dazu sagen? Die Idee zum aktuellen Thema ist natürlich schön. Die Illustrationen sind schick. Es ist schlicht. Das Design hinten, ne, Corona-Patient. Es geht darum. Man hat hier diese Symbole drauf. Das ist hier zum Beispiel ein Risikopatient, der infizieren kann oder infiziert die Leute. Das heißt, man hat immer Karten auslegen, man muss die dann immer aufdecken und vergleichen, ob die Symbolik passt. Ja, das heißt, wenn ich den jetzt hier drüber lege, da sieht man die zwei gelben übereinander. Das heißt, der nächste ist auch infiziert und so weiter. Das klingt vom Prinzip her ja gar nicht mal so schlecht. Aber das Spielprinzip. Tut mir leid, Ballkönchen. Es ist irgendwie öde. Ich weiß nicht. Also, ich hatte das Pech, ich hatte nur infizierte Leute. Man kann sich natürlich entscheiden, ob ich die eine oder die andere Seite aufdecke als Kette, die dann weitergeführt wird. Aber ja, ich decke auf. Ah ja, hat es wieder infiziert. Ah, okay, nächste. Ich decke weitere drei auf. Okay, ah, der passt auch. Ich kann es nicht beeinflussen. Ich kann nicht, okay, ich kann sagen, ich möchte den linken oder den rechten anfangen. Aber wenn der infiziert ist und ich decke weiter auf, dann ist es halt einfach. Das Spiel spielt sich von alleine. Ich habe minimalen Einfluss darauf, was ich mache. Ja? Dann hat man natürlich dieses Händewaschen. Das heißt, man vergleicht dann, stoppt das Händewaschen den Virus. Klar, das ist natürlich thematisch, Händewaschen, um den Virus aufzuhalten. Das ist schön, educational, ja, sage ich mal. Aber das ist für mich kein Spiel irgendwie. Das ist, ja, ich habe dann, glaube ich, dann ab der Mitte vom Spiel oder schon recht früh gemerkt, okay, ich habe jetzt drei hintereinander liegende Ketten aufgedeckt und das kann ich eh nicht mehr gewinnen. Georg hatte dann auch irgendwie da ein Stoppding, dann hat er nichts gemacht, dann hat er die Hand immer wieder aufgedeckt, passt Symbol, nächster ist dran. Ja, der hat also nichts anderes gemacht, er ist immer nur sein Händewaschen aufgedeckt, verglichen, hat gepasst. Ich glaube, einmal hat es nicht gepasst, dann hat er aber die nächste Karte wieder ein Händewaschen gehabt. Nee, also. Tut mir leid, das ist einfach nur Karten aufdecken, Symbole vergleichen und mehr nicht. Keine Strategie, kein gar nichts, das ist nicht mal ein schnelles irgendwas, da spiele ich lieber Go Town, da habe ich mehr Interaktion als da. Also, sorry, nicht mein Spiel. Nächstes Spiel. Das ist eine Überraschung, muss ich sagen. Denn der Michael in unserer Spielegruppe, Gruß, der hat gesagt, hat jemand Adventure Island? Da habe ich gesagt, ich habe Adventure Island. Oh, kann ich mir das mal ausleihen? Ich so, ja klar, willst du es mal spielen? Ja, ich habe es mal vor, allein zu spielen. Ja, wie allein? Komm doch vorbei, ich will es auch spielen. Ha, sehr gut, alles klar. Ja, dann haben wir uns getroffen. Denn das ist halt so ein, ne, man kennt es. Auf der Messe 2018, es war am ersten Tag ausverkauft. Die Leute haben sich draufgestürzt. Es war sofort weg. Wir haben
Gwen und ich haben es mit einer Gruppe gespielt, zu viert, am letzten Tag, glaube ich, an der Messe, Sonntag oder Samstag, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, es war am letzten Tag. Da habe ich mir gedacht, oh, irgendwie fand ich das unterhaltsam, auch von der Idee her, fand es echt cool. Ich guck mal, ob es noch da ist. Nee, war am ersten Tag ausverkauft. Okay, alles klar. Dann irgendwann bestellt, wobei man schon so ein bisschen gehört hat, das Spiel ist so und ne, man hat schon so ein bisschen so die Mimimis gehört. Gedacht, okay, im Pegasus Shop ein bisschen Prozente drauf bekommen. Ich will es einfach haben, um mich davon zu überzeugen. Und es kam seither nicht auf den Tisch. Und jetzt haben wir die Chance genutzt. Und ich muss sagen, es hat Spaß gemacht, es war unterhaltsam. Aber es hat immer noch die Fehler, die jeder meint. Die kann man aber so ein bisschen neutralisieren. Also, in dem Spiel geht es ja darum, dass man kooperativ versucht, auf der Insel zu überleben, beziehungsweise die Insel zu entdecken und so weiter und so fort. Das heißt, man hat täglich zwei Aktionen und dann gibt es halt sozusagen einen Timer. Das sind diese Unheilkarten, die sieht man hier gar nicht drauf. Die zieht man quasi am Ende des Tages, jeder Spieler eine, also nacheinander und handelt die nacheinander sozusagen ab. Der Timer ist so ein bisschen das Problem. Das Spiel arbeitet sehr knapp mit der Zeit, vor allem die erste Mission. Wir hatten Glück, wir haben nämlich den Ort, den wir brauchten, gleich gefunden. Ja, man kann ja zwei Orte auslegen, alle weiteren Orte kosten halt einfach mehr. Und da haben wir gemerkt, oh shit. Wir hatten dann keine Karten mehr zum Nachziehen, das heißt, die nächste Runde wäre es vorbei gewesen und dann haben wir mit Ach und Krach die Aufgabe erfüllt und dann gedacht, okay. Das kann aber auch scheiße anders laufen. Das heißt, hier auch Grüße an Spielleiter. Der hatte auch das Problem, dass halt, wenn die Karten der Ort irgendwo unten liegt, ja, das heißt, ich kann das Spiel dann nochmal dreimal neu beginnen. Wenn die Karten scheiße liegen, dann habe ich keine Chance, das Spiel gescheit zu schaffen. Ja? Und da muss man definitiv ein bisschen hausrulen. Und das haben wir auch gemacht, denn wir haben gesagt, normalerweise, wenn man dann in die zweite Runde geht, in das zweite Abenteuer, dann legt man alle Sachen, die man gefunden hat, weg. Was? Was ist denn das? Wenn ich eine Fackel gefunden habe, dann behalte ich die doch. Wenn ich ein Medaillon gefunden habe, dann behalte ich das doch, wenn ich die Insel weiter erkunde. Das macht thematisch schon überhaupt gar keinen Sinn. Und es erleichtert das Spiel. Es wird nicht sehr einfach, denn es ist Würfelglück dabei. Ja? Hier, ich habe, keine Ahnung, irgendwas gefunden und darf halt jede Runde würfeln und. Ihr wisst gar nicht, wie oft ich das Ding einfach nicht geschafft habe. Ja, ich muss gelb würfeln. Ja, was würfel ich? Grün, rot, grün, grün. Also seid euch bewusst, macht es einfach. Lasst die Utensilien, die ihr da findet, lasst die bei euch, ja, sofern es Sinn macht. Es kann natürlich sein, dass etwas für eure Mission wichtig ist, dass ihr dann vielleicht finden müsst oder so. Das würde ich wieder zurückschieben, klar, dass es halt auch thematisch passt. Aber wenn ihr jetzt da, keine Ahnung, eine Machete findet oder irgendwas, dann behaltet die halt einfach. Selbst wenn ihr das Abenteuer zurücksetzt, da kann man dann nochmal überlegen. Denn das Problem ist tatsächlich bei dem Spiel, was extrem scheiße ist. Ja? Es ist designtechnisch einfach Müll. Ich weiß nicht, was die sich beim Playtesten hier gedacht haben. Ja? Wenn ich, ja, bei Time Stories kennt man es ja auch. Ja? Wenn man dann eine zweite Runde macht, weiß man, ah, okay, wir haben da ziemlich lang gebraucht, aber wir gehen an den Ort. Holen uns die Waffe da und gehen dann gleich wieder weg. Ja, wir brauchen gar nicht den Rest erkunden, weil wir das schon kennen. Das hat man hier halt nicht so richtig, weil die Karten werden ja zufällig gezogen. Das heißt, ich weiß nicht, was da kommt. Ja? Wenn ich dann jetzt erstmal wieder loslaufen muss, muss den einen Stapel durchgucken, der vielleicht irgendwo das Ding hat, dass ich das finde, um wieder was anderes zu machen, da geht so viel Zeit verloren, dass die Unheilkarten schon wieder leer sind und dann kann es schon wieder nicht klappen. Ja? Also wir haben es tatsächlich mit den Sachen behalten gespielt, Mission 1 geschafft, Mission 2 nicht, nochmal gespielt, Mission 2 geschafft, Mission 3 geschafft, Mission 4 nicht. Das zeigt also, selbst wenn man es ein bisschen tweakt und house-rult, ist es nicht ganz so einfach. Ja, aber ich muss sagen, es hat schöne Elemente drin zum Erkunden, ja. Man ist mal hier und findet dort irgendwas. Ah, okay, lass uns mal da vielleicht was gucken. Ah, und ich fand es auch cool, dass der Michael das alles auch so thematisch mitgemacht hat. Ich mag das ja auch. Wir haben ein bisschen Dschungelsound laufen lassen und dann haben wir, ah, guck mal da drüben, da sehe ich das und das. Hier sehe ich einen Teich, hier sehe ich, da ist so ein großer Baum oder irgendwas. Ja, also man kann das schon so ein bisschen. Man muss sich so ein bisschen in dieses Spiel reinversetzen und ein richtiges Adventure erleben, dass man wirklich auf dieser Insel ist. Und
dann macht das auch Spaß, sage ich mal. Aber das Ding ist definitiv ein Designfehler schlechthin. Ja, da sind halt so ein paar unlogische Sachen drin und das sehr unfair auch, dass man halt diese Zeitknappheit hat und das kann einen dann ganz schön ärgern und beißen. Aber wir müssen jetzt noch das vierte nochmal machen und dann ins fünfte Abenteuer gehen. Ich bin gespannt. Ich muss sagen, in der kleinen Runde hat es doch definitiv überrascht, muss ich sagen. Ja. So, ja, jetzt sind wir ja schon eine Weile hier am, oder ihr seid eine Weile hier am Gucken. Und jetzt kommen wir zu meinem Highlight. Ich habe mir schwer getan, denn diesen Monat war auch wieder sehr, sehr viel Überraschungen drin. Ich hätte locker ein Go Town oder ein Kariba auf auf das Highlight hier setzen können. Ich war auch von dem Unlock extrem begeistert. Ja, das ist halt wirklich, ja, ist halt so Zeug, wo ich sage, sehr cool. Müsste eigentlich jetzt auch hier runterkommen und hier stehen. Aber es war tatsächlich ein anderes Spiel, das ich nicht hier habe. Denn ein gewisser Mr. B hat das nämlich bei sich stehen und es ist Tapestry. Ja, man wundert sich natürlich, ah, man hört doch so viel und bla, aber Benny hat es ja auch in seinem Spiel des Monats und bla mit reingebracht und es ist bei mir tatsächlich auch da gelandet. Denn er hat mir davon geschwärmt und dass er da Solo-Partien gemacht hat. Und dann hat er es mir gezeigt und hat es mir auch gezeigt, ja, gewonnen. Aber ich muss sagen, ja, das hat was mit diesen Leisten, die man da nach oben geht. Man muss die ganze Zeit überlegen, ah, bringt mir das mehr und das. Und man, dann die Interaktion mit diesen, mit den Kulturen, die man da eben hat. Jede spielt sich ja eben individuell und man muss halt so ein bisschen gucken, wie ich die ausnutzen kann, dass man da seine Vorteile eben mit dieser Kultur komplett nutzt. Und ich finde das eben spannend. Und klar, man hat so Elemente, wo man denkt, ah, da ist vielleicht was unausgeglichen, da ist vielleicht was unfair, ja, aber man kann das, glaube ich, ganz gut kompensieren. Und Benny ist genauso gespannt wie ich, wie sich das dann mit drei, vier Leuten spielt, ja. Das Material ist natürlich overproduced und cool. Okay, man hätte diese Gebäude ein bisschen anders machen können, damit es übersichtlicher wird. Das ist schon ein bisschen schade. Aber insgesamt muss ich sagen, das hat was, ja. Das hat mich sofort gepackt, auch als wir das die erste Runde gespielt haben. Benny war ja sowieso so, noch eine Runde. Und ich so, klar, noch eine Runde, ja. Das hat wirklich so einen gepackt, dass man das nochmal spielen will, nochmal gucken, was kann ich jetzt anders machen? Nehme ich die Leiste, gehe ich da vielleicht mehr? Mache ich bei Grün weiter, bei Blau weiter, ja? Das ist so auch situativ immer jeweils anders. Und ja, ich muss sagen, deswegen Tapestry, Mr. Stackmeier, ist Ihnen doch wieder was Interessantes gelungen. Es ist, wie gesagt, ein Ziff-Spiel, aber anders, ja. Man darf halt nicht viel erwarten, wenn man wirklich so ein umfangreiches Ziffspiel haben will. Aber das, was es ist, oder für das, was es ist, ist es toll. Ja, richtig cool. Und ich würde sagen, ja, das war es mit meinem Aufgetischt. Wieder eine sehr, sehr lange Ausgabe. Ich hoffe, euch hat es gefallen und es war was für euch dabei. Schreibt mir in den Kommentaren und ja, lasst einen Abo. Lasst einen Daumen und ein Abo da. Ich freue mich auf euch und lese auch gern die Sachen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und spielt schön weiter. Bye, bye.